Zu beenden. Ich hoffe, hier passiert endlich mal was. Oder darf ich jetzt mit Lin in 100 Jahren die Viecher irgendwie besiegen? Die mache ich jetzt keinen Schaden, oder was? Was geht? Ein epischer Kampf zwischen nichts und niemanden. Hallo? Wollt ihr mich verarschen, ihr Mistviecher? Passiert jetzt auch mal endlich was? Er nähert sich. Gefährlich. Zug beenden. Was bleibt mir anderes übrig? Mit dir werde ich jetzt auch mal den Zug beenden, denn langsam geht mir das so ein Keks hier. Ja, mit dir kriege ich auch nichts hin. Sind die Viecher zu besiegen? Was wird hier von mir erwartet? Rütteln. Autsch. Wir haben Trödel geklaut, na toll. Schon wieder rütteln. Boah, wie ich hier kassiere. Sind die Viecher zu besiegen? Platzieren wir einfach mal Feuerkreise hinter denen. Muss mir ein anderer Feuerkreis hin? Dieser Kampf gefällt mir sowas von nicht. Okay, die anderen beiden halten vielleicht noch was aus, aber du brauchst definitiv mal eine Heilung. So. Magischer Angriff, Gelo, dann kriege ich hier vorne noch einen hin. Natürlich nicht. Dieser Kampf ist so episch beschissen. Hallo? Oh. So, Zug beenden. Jetzt machen wir mit dir Folgendes. Aus dem Weg. Nein, nein, nein. Die sind alle noch unverletzt. Verwehren wir uns mal mit dir. Ha, alles klar. Jetzt wissen wir, wie das Ganze funktioniert. Aber da ich hier sowieso jetzt erstmal nichts machen kann, würde ich die Charaktere verstellen. Zug beenden. So. Die stellen wir dahin. Zug beenden. So, einmal rütteln, Clown, bitte. Schade. Und was machst du? Nicht auch auf sie. Seid ihr alle des Wahnsinns. Okay, Gelo dann. Na, wisst ihr was? Ich mach das anders. Du läufst mal hier ran. Gelo dann. Dann platzierst du einen hier weit hinten. Und dann machen wir noch einen hier hin. So, dann beenden wir den Zug und gucken, wer dran ist. Lin. Aus dem Weg. Ja, genau auf den. Bam, Geschichte. Okay, Schuss aus dem Weg auf den anderen. Tja, wenn man weiß, wie die Viecher gehen, sind sie schnell Geschichte. Leider hatte ich keinen Plan, wie die gehen. Ich hätte mir ein paar Heilungskits kaufen sollen. Greller Staub, noch mehr Greller Staub. Rütteln. Jawohl, endlich mal eine gescheite Magie-Angrifffähigkeit. Falsch. Verwenden. Wo bist du? Rütteln. Lernen. Episch sein. Aber vorher heilen wir uns noch. Und ich habe fast keine Heilgegenstände mehr, was ich so super untoll finde. Da ich hier sowieso noch einen Gegner vermute und deswegen mache ich erstmal ein Safe Stage. Für den Fall der Fälle. Ja.
So. Ja, ich habe die Fähigkeit noch nicht ausgerüstet, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Verwenden. Verwenden. Nein, das war es nicht. Fähigkeiten war es. So. Du kriegst jetzt Rütteln auf Dreieck. Okay, haben wir irgendwas übersehen? Nein, sieht nicht so aus. Weiter geht's. Sesam, öffne dich. So, und das Safe Sales ist aus einem einfachen Grund. Wenn ich da sterbe, kann ich den Laden und kann nicht zurücklaufen. Ansonsten würde ich jetzt zurücklaufen, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Sesam, öffne dich. Ach du Scheiße, ein Gefahrenraum. Jetzt mal Frischfleisch verteilen. Oh. Und er hebt dann natürlich das Frischfleisch auf. Ich glaube, ich spinne. Nein! 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 Und sie kann sich nicht bewegen, was eigentlich halb so schlimm ist. Schlimmer ist der Schaden, den sie gerade kassiert hat. Und euch versperre ich ja erstmal den Weg. Komm, einen kriege ich doch sicher noch hin. So, optimal. Ich krieg noch sogar ein Rütteln hin. Und da die so schön beieinander stehen, kassiert ihr jetzt. Okay. Es hat nicht ganz so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte, aber was soll's. Schaden ist Schaden. Und du Mist, viel wirst gar nicht erst zu mir vordringen. Du wirst verrecken in meinem Feuer. Aber das kommt dran. Doch nicht. Gut. Sehr gut. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich verteile ich erstmal in der Landschaft. Noch ein. So. Jetzt machen wir dasselbe beim anderen. Machen wir einen Zug beenden. Dann bewegen wir uns mit Rio als Schutzschild mäßig hier vor. Und sammeln AP. Bla. Und jetzt pflastern wir den Weg wieder mit Feuer. Bam. Ihr sollt brennen. Ihr sollt brennen. Denn Gelora macht eindeutig mehr Schaden wie Rütteln. Und noch ein Feuerchen. Und ich denke, ich krieg noch eins hin. Und wenn nicht, mache ich ein Rütteln. Nein, den kriege ich hin. Vielleicht sogar mit... Komm. Nein? Nee. Klappt nicht. Dafür steht Rio zu beschissen. Hätte ich vorher überlegen sollen. Aber, hallo? Hier. Hier kriege ich noch ein Feuerchen hin. Boah. Dass die nicht verbrennen, so nah wie die davor stehen. Vor allem Rio. Und du kassierst jetzt erstmal. Jawohl. Und du wirst jetzt auch ins Feuer laufen. Ah, hat dabei überlebt. Kommt sogar noch dazu, einen Angriff zu machen. Du Mistvieh. Okay. Dafür kriegst du jetzt eine fette Combo. Bleib hier. Aus dem Weg. Nochmal aus dem Weg. Bam. Ich höre noch wen. Deswegen lege ich das Fleisch hier hin. Was ist das? Fußbefreier. Aha. Okay, verwenden. Nein. Gegenstände, das wollte ich. Ich wollte mein letztes Heilungskit benutzen. Ich habe so das Gefühl, gleich darf ich trotzdem nochmal zurücklaufen. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. An der Decke? Nein. Okay, dann werfe ich mal erstmal Fleisch in den Raum. Ja. Tolle Aussichten. Ich drehe das mal. Wo sehe ich am besten? Hier. Näher ran. Was machen wir? Zweimal Todesboote und zurück. Bam. Irgendwie ist der Todesbote nicht so tödlich. Wieso hat er diesen Namen bekommen? Und tap, 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 tap. Ziehen wir uns als Tanker in den Durchgang zu. Ich habe gesagt, du sollst dich in den Durchgang stellen. Oh. Rio, wieso machst du einfach nie, was man das, was man dir sagt? Bla. Okay, mit Nina näher an Rio.
Und das spart AP. Und ein Feuerchen legen. Ihr sollt brennen. Ihr sollt brennen. Hallo? Ein Feuerchen kriege ich doch wohl noch hin. Ich krieg gleich einen Anfall, ja. Okay, noch eins kriege ich nicht hin und verrütteln reicht auch nicht, also beenden wir. Und der wird jetzt niederfackeln. Jawohl. Aber leider kommt er jetzt in Angriffsreichweite.